Willkommen zur neuen Folge des Wählen Sie den Letzten raus, den Sie doof finden. Ich weiß nur nicht, wer das sein soll. Hier, nein, das ist eine dumme Idee, sonst bin ich gleich raus. Dann soll ich dir eigentlich normalen Stein mitbringen, damit wir die Löcher füllen können, damit sie gut aussehen? Wir haben natürlich extra für euch wieder ordentlich das Wetter eingeschaltet. Was du meinst. Okay, vergiss, was du sagen sollst. Debriwetter Inc. Das kommt doch noch alles weg, Medi. Revol, das ist nicht mehr so hässlich wie das soll ein Fluss letztes Mal, wo du gesehen hast. Es ist doch jetzt schon ein Fluss, oder? Der Fluss muss aber ein bisschen tiefer sein noch. Na Quatsch, wie tief willst du es machen? Hallo, Medi, merkst du was? Nee. Da sollen Schiffe durch. Ja und? Hast du mal auf unsere Survival-Map die Karte gesehen? Hast du da mal die Schiffe gesehen? Brauchen wir nicht drüber reden, die können da auch langfahren. Und das ist das Wasser. Ja, du musst das. Also, wir hatten schon gesagt, dass wir das so anpassen, dass das mit dem Rest hinhaut. Ich hab grad voll das Fiebenohr, wiederholst bitte nochmal. Fusch ist nicht alles. Aber ein Teil davon. Ja, das macht Medi normalerweise. Was? Nee, schon okay. Wo war denn jetzt der Verzaubertisch? War der jetzt hier unten? Unten im Keller irgendwo. Den hast du letzten Folgen hier, abgebaut. Revo, hier, guck mal. Ganz einfach zu finden, auch für dich. Ganz einfach, hinterste Ecke hier. Ganz einfach ums Eck. Frank? Oh, hier, ja. Dann ist es gegen Glieder. Ich habe eine Reihe Sand stehen lassen. Damit wir erstmal so weit ausschachten wie nötig, dann können wir nämlich hinterher einfach Wasser reinkippen. Glass, weißt du? Yep. Und dann läuft das nicht so vor sich hin. So, was ist jetzt mit der Spitzhacke mit Glück? Ja, ich komm doch gleich wieder. Oh, was ist hier mit Zombies? Fischauge hat sie schon, wunderbar. Ich muss nur schnell mal Frank das Glas leer machen hier unten. Meinst du, Frank kann selber nicht mehr alleine austrinken oder was? Nee. Ich habe die oben noch Sand reingetan, ne? Welche oben? Die vom Haus, die. Die vom Haus? Ach so, aha, meinst du? Hm. Deine Mülltruhe. Mein Genital tut furchtbar weh. Das ganze Essen hin. Nicht. Schon wieder. Essen ist oben, immer noch. Schon wieder. Warum ist denn hier Essen auf der Kiste abgebildet? Welche Kisten? Ja, weil dort unten, wenn da die unten was Präteres reintun könnte, aber es tut keiner was. Oh, warte, auch für Leute, die. Gucke, bitte. Jetzt sind 14 Hühnchen drin. Na, geht ja. Doch. Irgendwie Fischmischung. Ah, wo soll sonst dieses Essen sein hier? Ja. Da sind ja gar keine Hühnchen mehr drin. Ja. Frank, ich laufe mal hinter dir und sammle ein, ja? Ich noch ein paar Äpfel. Ja. Lässt hier irgendwie alles fallen. Tu mir mal einen Gefallen, Frank, mach mal, wenn es geht, den Rand. In der Mitte kann ich mich mithelfen mit rausnehmen, nur ich weiß nicht, wie du dir den Rand vorgestellt hast. Ich weiß noch gar nicht, ob der Rand so passt oder ob wir noch breiter müssen, weil wir wollen ja noch ein bisschen tiefer, ne? So, ich weiß halt nicht, wie tief wir müssen. Dann wird es ja gleich dunkel, das ist ja gut zu wissen. Nee, das ist ja gänzlich unlogisch. Also siehst du, bei mir steht 16:30 auf der Map. So, dann sagt der Server mir hier, wenn ich Time sage. So, wenn du /time eingibst? Mhm. Okay, das heißt, entweder der Server lügt oder die Karte. Beide. Ich würde auf die Karte sagen. Eine Verschwörung. Eine Verschwörung. Genau. Eine Kartenverschwörung? Server und Kartenverschwörung. Das ist aber eine ganz schön kantige Verschwörung. Mhm, aber eine Verschwörung. Oh Gott, mit Gott schon. Karte ist auf die falsche Zeitzone eingestellt. Ach so. Ja, genau, das ist Zeit. Yeah. Oder wieder Zeit. Du musst mal gucken, Frank, ab hier können wir dann irgendwann auch anfangen, Kies zu nehmen, weil wir dann jetzt langsam ins Bett kommen, weißt du? Oh, ihr geht beide ins Bett? Oho. Schwuchteln! Was ist jetzt mit der Glücksspitzhacke? Die hab ich im... Ey, die Kohle rennt doch nicht weg. Dann geh in eine andere Stelle hin und mach dort weiter. Ja, aber... Ich bin deine Sortierung, Frank. Weißt du, was ich damit sagen will? Nein. Hm? Weiß ich jetzt auch nicht mehr, die. Sag's doch nochmal. Nein, ich möchte nicht drüber reden, sonst werde ich depressiv. Dann selber ritzen.
Jetzt hätte ich fast verrottetes Fleisch weggeschmissen. Vielleicht baut es dich auf, wenn du nochmal erzählst, wie viel du alles gegessen hast. Oh Gott, das baut mich immer wieder auf. Ich habe gerade so ein glückliches Gesichtsausdruck, wenn ihr ihn sehen könntet. Das liegt aber nicht zufällig daran, dass du in Tschernobyl warst. Nein. Okay. Wird übrigens dunkel. Tschernobyl-Zeiten habe ich noch nicht gelebt. Ich bin doch erst 21. Halb, ich weiß. Halb. So, also Frank, ich bin jetzt mal Erdboden gucken und das ist Höhe. Moment, lass mich schauen. Ich bin mal Erdboden gucken? Hm. Naja, gucken, wo der Grund vom Meer ist und der ist bei 48. Alter. Theoretisch. Übrigens, Frank, hier ist dunkel. Wenn ja. Serien, weiß nicht, Weeds, falls du die noch nicht gesehen hast, die ist ganz cool. Oh, irgendwie sagt mir die was. Kann ja, aber bei Weeds rennt sie doch auch durchgehend mit dem Kopf gegen die Wand. Da bist du auch nur... Schön. Was? Oh, da bist du doch auch drei Viertel des Tages am Fremdschämen. Ach, Quatsch. Weiß nicht, meine ältere Serie, die schon abgedreht ist, Veronica Mars, ist auch ganz cool. Da gibt's ja jetzt einen Kinofilm. Aber den braucht man eigentlich, also den sollte man sich nur angucken, wenn man die Serie schon gesehen hat, also wenn man es vorhat, weil der doch viel so darauf aufbaut, oder wie? Fanservice ist halt einfach, dass der Film ist ja über so Crowdfunding zusammen gekommen und haben halt von den Fans bezahlt und sozusagen, da gibt's halt viele Gags und so, die halt auch auf der Serie basieren. Wenn man die halt nie vorher gesehen hat, dann funktionieren die halt alle nicht. Okay. Deshalb. Das heißt, dann muss ich mir die Serie jetzt doch nochmal angucken. Eine sehr coole Serie auf jeden Fall. Hast du den Film schon gesehen? Nö. Achso. Hier, Frank, holst du jetzt deine Glücksding selbst ab? Nee, ich hab schon mal Eisen reingelegt eben. Ich hab neuen Eisen gefunden eben. Ja, hier, guck, ich leg dir die Glücks rein, kommst du gleich rein ins Haus. Kannst du dir mitnehmen. Oh, da läuft irgendjemand über unsere Mauer. Wer ist das? Welche Seite? Ich hab bloß einen Schatten auf der Mauer laufen sehen. Und als ich auf die Karte guckte, sehe ich, es ist Philipp. Okay. Nee, weil Rouvant auf der anderen Seite der Mauer gelaufen ist. Auf der Mauer, auf der Lauer. Bist du? Nee. Oder? Nee, Maddie ist unter der Brücke. Du musst immer vom RL reden. Das macht mich nicht gut glücklich. Maddie? Ja. Überlegung ist, musst du mal gucken, ob du hier vier Klappen drauflegst. Vier Falltüren. Das sieht nämlich scheiße aus, mir nämlich schon aufgefallen. Ich wollte nicht nur irgendwas sagen, weil. Willst du hier, musst du mal gucken, ob du hier vier Falltüren drauflegst. Oder, Ja, stimmt, eins tiefer und dann vier Falldinger drüber. Müssen wir mal gucken. Achso, eins tiefer, ja, oder so sogar. Oder einfach einen bunten Glasblock oder sowas. Ja, los, arbeite. Tu was für dein Geld. Mein Geld, Entschuldigung. Das Problem ist, wenn ich die so weghaue, kommen dann wirklich auch vier wieder raus. Wenn du Glück hast. Du hast doch wusstest, dann hast du nicht die Glücksspitzhacke? Noch? Ja. Vielleicht kommen ja mehr raus. Mit ein bisschen Glück, dann können wir das ein paar Mal machen. Fehlt eins. Nein. Ja. Was, ein Klostern oder ich hab's? Ich hab ja. Nicht, oder ist nicht Gold, Junk? Jo, wir suchen Klostein. Ja, los, Fischauge. Wo ist denn nun der viel Umworbene, der so viel spawnt? Da wird es jetzt mal wieder Tag. Nochmal bitte. Nee, es geht immer noch. Nein, das stimmt. Nee, nichts. War nur ein Spaß. Ich habe es auch nicht gehört. Umso besser. Ey. Manny, möchtest du mir damit was sagen? Ich hol dir gerade einen runter, siehst du das nicht? Wusch mal an, guck mal meinen Skin an. Hast du gerade gesagt, du holst mir einen runter oder dir? Ich hol dir einen runter. Nö, naja, sieht eher aus, als wenn du dir einen runterholst. Das würde anders klingen. So klingt das. Mach dich das an. Wir sollten ja. Vielleicht tollste nicht Frau beide... der Welt, Maddie. Ah, das ist ja einen schicken neuen Nick.
Ja, ne? Ich dachte, der ist dem auf jeden Fall... Also dieser Welt auf jeden Fall angemessen. Übrigens, Maddie, das Fischauge, das Dino Philipp gesagt hat, er hätte theoretisch einen so einen Glühstein für dich. Hast du nicht mehr gekriegt, oder? Doch, hab ich, aber ich weiß nicht mehr, wo der Dino ist. Der stand direkt neben mir, als er das gesagt hat. Das ist Goldstaub. Ach so. Du, Maddie, hat gelogen, das war Goldstaub. Ich weiß, hab schon mitgekriegt. So, was wollte ich jetzt machen? Goldjacke, hat mir gesagt. Verstehe ich das richtig? Der Dino geht jetzt mit Frank mit? Nein, mit Revur. Mit Revur? Genau. Und der Dino guckt Revur zu. Revur, wo ist der? Hier hinten. Revur baut hinten an seinem tollen... Ist da jetzt schon was passiert? Ich bin hier. Wo ist der Frank eigentlich? Ich bin in so einem Loch. Steckt oder was? Was denn? Ich verstecke da was. Ich mach's feucht. Ich wollte gerade sagen, ist da feucht? Ja, hast mich nicht rein wie Sau. Darf du Schlampe erst jeder, auf? Jeder darf mal. Revur? Ja? Du hast hier so einen tollen Pavillon hingestellt oder was auch immer das sein soll. Abwerten, hast du das rausgekriegt? Hast du überlegt, ob du den... Ja, ich weiß nicht genau, was das sein soll. Das unten drunter Wasser und ich weiß nicht, ob da einen Brunnen darstellen soll oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist die Überlegung, hast du überlegt, ob du den 3 breit machst? Dann könntest du in die Mitte sogar noch eine Lichtquelle setzen. Oder einen Zaubertisch. Ja, ich muss da nochmal umbauen. Deshalb bin ich ja erstmal los. Ich möchte. Deswegen willst du los. Na, dann mach's gut. Schön, dass du da warst. Mhm. Aber noch nicht. Es Gott sei Dank geht es dunkel. Achso. Los, meinst du? Du möchtest uns verlassen und nie wiederkommen. Deine eigene Stadt anfangen. Habe ich das richtig verstanden? Mit mir. Genau, wir machen jetzt eigentlich. Ja, stimmt. Philipp, gut, alles klar. Und später werden wir hier überfallen und die Vorräte klauen. Nach guter alter so Walking Dead-Manier. Die Mauer eingerissen, denn so. Hey. Genau. Na, komm mit dem Panzer. Ja, genau. Wenn wir die vierte Staffel gespoilert haben wollen. Da glaube ich, die ganze Welt schon die dritte Staffel gesehen hat. Philipp guckt ja jetzt, hängt der jetzt an zu gucken, da dürfen wir jetzt nichts mehr. Ach so, oh, dann dürfen wir nicht spoilern. Aber weißt du noch, die Folge, als die. Wo die alle gestorben sind. Ja, genau. Ich bin gerade da, wo die erstmal überfallen werden an diesem Lager. Also, ach, und Philipp, weißt du noch. Erste Staffel, vierte Folge oder so. Yeah. Wo die Zombies da und. Ja, und so. Die ganzen Menschen tot. Ja, und so weiter. Und Glas splitterte und bäm. Als der Laden leer war. Nee. Also wie ist hier auf dieser Planet hier noch Winterzeit oder so? Weil es 6 Uhr ist und es ist immer noch dunkel. Also wenn es um 5 Uhr ist, also, ist hier draußen. Die Karte sagt 4 Uhr. Ja, aber davon abgesehen, Revur, es regnet, ne? Nee. Wo denn das? Jetzt nicht mehr. Frag mich auch gerade, ne? Kannst du noch mal... Ich weiß nicht. Ich muss, glaube ich, mehr rauchen. Kurz auf K. Genau, wir müssen hier schon mal in die Ecke noch mehr Lampen stellen, da kommt einfach noch zu viel. Komm mal schon zu mir, wir wollen denn los. Wo bist du denn? In schon Richtung Ende der Mauer. Welche Seite? Hier so. In die andere. Die andere. Und dann guck du jetzt hin. Gut. Verspielt mir die. Ich sehe doch keinen Unterschied, was? Oh doch. Ich bin blind. Blind wie ein Tuntenfisch. Dann zieh die Socken aus. Komm, zieh die Socken aus. Ah ja, sehr gut. Die töten erotisch. Menschen. Karl, was hast du getan? Oh ja, sehr geil, ne? Es gibt ja auch nichts Besseres, ey. Es gibt nichts Besseres. Jedes Mal aufs Neue, wenn ich es gucke. Nein, Chat, ich kann doch nicht... Ich kann auch hier nicht die Zeit verändern. Entschieden. Weißt du, was können wir nicht? Ja, slash time. Da habe ich gar nicht die Rechte für sowas zu machen. Und wenn er die Rechte hätte,
Dann hätte er garantiert gerade einen drinne stecken. Oh, hallo Till. Sollst du nicht eigentlich im Bett liegen, ne? Wie bitte? Wie, was lachst du denn? Du weißt schon, dass wir es 21 Uhr haben. Wie bist du denn geflohen aus deinem Zimmer? Ich hab dich doch eingeschlossen. Maddie hat außerirdischen Besuch. Mm, ja. Oh, hinter uns sind noch unsere Freunde. Ah. Ein oder andere. Ah, Fahrfreunde? Scheiße. Wo, Frank? Du hast ihn gerade getötet. Was? Ich? Nein, das war Excalibur, der ist mir aus der Hand gerannt und hat sie einfach umgelegt. Hier musst du mal runterlaufen, hier ist eine schön, wunderschöne EP-Farm. Ja, weißt du, ich habe nur 15 Frames, bei mir leckt schon wieder alles ganz doll. Soll ich dich mal schubsen? Nee. Oh, Entschuldigung, habe ich dich wirklich geschubst? Nee. Okay. Ja, Maddie, jetzt erstmal den Zombie loswerden, das ist schon okay. Unerhört während der Aufnahme. Während der Aufnahme, ja. Meinen Mitbewohner habe ich auch erzogen gekriegt, also muss ja mit dem auch klappen. Mangelnde Erziehung wieder. Kinder nicht auf die Eltern hören, das ist ja. Pah. Zu unserer Zeit hätte sowas nicht gegeben. Das stimmt. Wir haben immer gehört. Genau. Zwar nicht auf unsere Eltern, aber wir haben gehört. Wollte ich jetzt so direkt nicht sagen. Achso, übrigens für alle, die sich fragen, achso, hatten wir im Livestream gesagt, was wir machen? Also ich will... Wir kommen da nämlich immer hoch. Ich möchte in den Urwald. Du möchtest in den Urwald. Also jetzt. Ja, das sehen meine Bewohner jetzt leider, meine Zuschauer leider nicht. Guck mal, achso, jetzt, Frank, so, hier. Genau, du musst dann nur hier oben an der Treppe stehen, dass sie dann immer wieder ein Stück runterfallen. Lol. Guck mal, siehst du das? Guck mal, jetzt kommt er die Treppe hoch. Wer hat eigentlich die komische Treppe gebaut, die nicht funktioniert? Ich glaube ich. Vor langer Zeit. Man kann da irgendwie nicht durchgehend hochlaufen, ist mir aufgefallen. Ach, die habe ich gebaut. Okay, aber er hängt. Ja, schuld. Hängt ihn. Ist schön, wenn man hier durch Minecraft läuft und M drücken will für Map. Siehst du, man hat zu viel Weizer gespielt. Was denn hier? Keine Ahnung. Guck mal. Ach so, Ruhe, falls ihr euch... Zivilisation. Falls ihr euch natürlich fragt, ob unser Let's Play unter Weizer leiden wird, nein, wird es nicht. Und das bleibt weiterhin Aufnahme. Was? Außer natürlich, wir haben da Raid, dann ist halt dumm gelaufen, aber ansonsten... BB, Maddie. Du hast gesehen, ne? Ab und zu musst du ein bisschen Erde nachkippen, damit die auch wieder hochkommen. Ja, gut. Jesus, lauf. Erde nachkippen, damit die Zombies hochkommen. Teile mir das Wasser. Ja, Kuhschubser. Was hast du gemacht? Eine Kuh geschubst. Tod. Kann man sagen. Den Berg runter. Ich denke, ihr holt Trubenholz. Ja, tun sie auch. Und da ist... Ja, nö, nee, frag nicht. Da sind Kühe, die ihr schubsen kann, richtig. Ah, ja. Tropenkühe oder was? Tropenkühe. Die haben tropische Flecken. Okay, Halbzeit. Ich habe Zombies unter uns. Denke, hier könnte man fast gerade ziehen, Frank. Ja, ja. Oder, hier sieht man wo bin ich hier? Ich will das hier Kohle rausholen. Oh, wer kommt denn her? Hier ist irgendwie was rausgeschwungen. Ich weiß nicht, ob das von da unterkommt. Wir laufen lieber weiter. Ja, schnell weiter. Wir haben keine Zeit für sowas. Ich weiß gar nicht, hätten wir noch Fisch mitnehmen sollen, falls wir eine Katze finden. Ja, aber für was? Also weiß nicht, zähmen halt. So. Cool, wir haben eine Katze. Yeah. Warum nicht? Kriegst du doch niemals lebendig zu uns. Wer möchte es mit wem lebendig treiben? Ich muss weg. Fleisch. Sie laufen immer noch richtig, ja. Oh, Frank, wo hast denn die her? Wen? Von dir kommen gerade Zombies gelaufen. Bist du tot? Oder haben die einfach nur mich als Ziel ausgewählt?
Das denke ich. Okay, alles klar. Alles andere wäre auch total unrealistisch eigentlich. Richtig. So. Ring, 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 Banana Phone, Banana Phone. Na, fast. Fast gleich ähnlich. Eher was hat denn dein Kleiner jetzt eigentlich? Hat er schon eine gute Ausrede parat gehabt, warum er jetzt noch wach ist? Ja, seine Windel wäre voll. Aber total geil. Und war es zu lachen. Ja, ich habe aber meinem Mitbewohner gesagt, er soll sich bitte darum kümmern. Es wäre nicht an einem Sonntagabend meine Aufgabe. Okay. Das ist ja gemein von dir. Ja, so ist er. Hast du ihm noch nicht beigebracht, dass er das alleine macht? Willst du mich verarschen? Der Junge ist erst 14, bitte. Also ich habe es auch geschafft, meinem Mitbewohner mitzuteilen, dass Let's Play ist und er sich aus dem Zimmer rauszuhalten hat. Also so, kannst du das doch wohl... deine Windeln schon. Also, ohne Mist. Ja, er wechselt meine Windeln auch. Nee, was? Bah, widerliche. Ah, Ermel, kannst du dich noch an das Telefongespräch erinnern, was wir miteinander geführt hatten, während mein Kind Action-Rambazamba im Kinderzimmer gemacht hat? Du meinst, wo dein Kind den ganzen Tag geschrien hat, Pommes Mayo? Nein. Nein, welches dann? Ist die Aufnahme nicht eigentlich zu Ende gerade? Ja, ich befürchte, wir wollten eigentlich schon zu Ende machen, oder? Ach, da war das so spannend, was du zu erzählen hast. Nächste Gut, dann Runde. Hören wir auf für heute und dann hören wir morgen, was Maddie Schönes zu berichten hat. Bis denn. Tschüss. Tschüss. Tschüss.